Ne, genau, und ja, das Ding buddelt sich dann da unten und leitet alle Rohstoffe, die es dabei findet, durch diese Leitung hier in diese Kiste. Und wie ihr seht, läuft das, funktioniert das alles super, tut gut. Hammermäßig. So, ich glaube, ich programmiert aber erstmal die Turtle wieder um. Genau, das sieht irgendwie total pervers aus. Ja, irgendwie. Geschmeidig das auf- und abgeleitet. Ach, du nimmst schon auf? Ja, habe ich gerade gesagt. Achso, cool. Ja, dann mache ich jetzt mit, dann läuft meine Aufnahme jetzt auch. Herzlich willkommen. Gut, dann läuft jetzt. Ist der eigentlich schon wieder auf dem Boden, Alter? Was ist denn da los? Wer ist wo? Hier. Der ist schon wieder auf dem Boden. Krass. Wollen wir wieder umbauen? Ja. Ging aber schnell. Ja, ne? Hast du den nicht schon umgebaut? Ja. Oder ist die Maschine? Ich hab die Maschine. Boah, ich dachte gerade. Alter. Junge. Interessante Geräte habt ihr da stehen, muss man sagen, ne? Ja. Und ganz witzig. Also mir das gerade vor der Aufnahme schon ein bisschen erläutert. Wollt ihr schon wieder umbauen? Schon wieder fertig? Ja, schon wieder fertig. What the fuck? Stell dir mal hier hin. So, machen wir einfach mal hier hin. Hier. Wo? Da. Ja, also auch zur Erklärung für meine Zuschauer, das ist so ein Gerät, das wird dann mit so ein paar Pumpen hier betrieben. Ne, und ja, das Ding buddelt sich dann da unten und leitet alle Rohstoffe, die es dabei findet, durch diese Leitung hier in diese Kiste. Und wie ihr seht, läuft das, funktioniert das alles super, tut gut. Hammermäßig. So, ich glaube, ich programmiert aber erstmal die Turtle wieder um. Genau. Das sieht irgendwie total pervers aus. Ja. Irgendwie. Geschmeidig das auf- und abgeleitet. Oh, guck mal, da sind, oh geil, da kann man ja sogar beobachten. Das ist ja geil. Ja, und das wird dann alles hier, in die Kiste gepumpt. Es ist ja geil. Es gibt auch so eine Goldrohre, also Goldpipes, da wird das halt so schneller transportiert, da fliegt das alles durch. Aha. Schlecht. Fällt mir. Oh, Kohle. Ihr habt ja auch noch einen Haufen an Tischen oben in eurem Haus, die ich auch noch nicht ganz kapiert habe, so mit Büchern und einem dabei auch. Ne? Das habe ich auch noch nicht ganz kapiert. Mach mal Rechtsklick hier auf das Buch. Okay, H3 jetzt. Ja, da will ich dabei sein. Oder. Und jetzt? Ey, ich hab grad einen Leck. Fickt euch doch, Alter. Nee. Könnt ihr bei mir dann alles nachschauen. So, Leute, wir sind wieder da. Ich hatte gerade einen Zusammenbruch. Feind. Aber ich hasse es. Break together. So. Ich stelle erstmal alles ein bisschen auf niedriger. Forge. So, jetzt brauche ich eine Menge an Glas. Meine Ziegelsteine nehme ich mit. Multiplayer! Lennart, du kannst so schön singen, ne? Was? Oh Gott, nein, bin ich jetzt in dieser. What the fuck? Dritten Welt? Bin ich jetzt in der dritten Welt? Ja, bin ich. Dann komm raus, Vincent. Ja, wollte gerade sagen. Ich will mal dieses blaue Schwärme abbauen. Es ist Crystal, ist das, aber dadurch wirst du müde beim Abbauen. Ja, das ist aber, das liegt an der Welt. Das kriegst du generell durch die Welt. Ach so. Scheinbar. Was kann man mit diesem Crystal machen? Ich weiß nicht, Crystal Map oder? Ich Turtle hin, okay, Lennart? Mach das. Mach ich jetzt mal. Ist eine geile Idee. Eine gute Frage. Also. Dann baut ihr ja von alleine den ganzen Scheiß ab. Korrekt. So. So. Tunnel. Und machen wir mal. Oh. Bei. Keine Kohle dabei, natürlich nicht. Mensch. Ja, gibt's nicht auch so da. Oh, den ganzen Cobblestone mal gegen Ziegelsteine ersetzen. Steinziegel meine ich, nicht Ziegelsteine. Haben wir hier noch Kohle drin? Nein. Lennart, wo ist unsere Kohle? Das in den Öfen. Achso, ja, stimmt. Stimmt. Warte mal, die Mining Well hat ja Kohle abgebaut, das weiß ja, ich. Ja, wie gesagt, in den Kisten. Schon wieder fertig? Ja, scheinbar. Ja, ist doch geil, freut euch doch. Ja, nein, so geht's auch. Ist das Ding teuer zu craften? Weil dann machen wir einfach noch ein paar. Nee, das ist nicht teuer. Brauchst du eine, wie heißt das? Warte mal, ich gucke einfach mal nach kurz. Mining. Da brauchst du 6 Eisen-Ingot, eine Eisen-Spitzhacke, ein Eisen-Gear und ein Redstone. Ja, bitte bedient euch bei mir, also dann.
Haben wir ja alles, aber es ist ja nicht teuer, weißt du? Steht hier unten noch ein Buch, weil da muss nicht so weit laufen. Nein, tut's nicht. Weil das lohnt sich doch, baut da noch ein paar von. Ja. Ja, aber was sich richtig lohnt, ist wie heißt es? Query. Die baut ja, so ein Riesenfeld davon ab. Ja. Okay. Nach ganz unten. Dann baut eins. Aber ich glaube, für eine Query brauchst du nicht nur eine Maschine, sondern mehrere, die du aneinander schließen musst. Alter, so ein Diamond Drill ist fucking teuer. Wie macht man denn Platten? Plate Bending Maschinen. Bye. Und let's go. Tunneling. So, ich habe die Mining Well, die Turtle, das habe ich jetzt mal auf 2 gestellt. Ja. Ich denke mal, das wird reichen. Also ich hoffe es mal. Kommt die dann auch von alleine wieder zurück, oder? Ja, die kommt dann wieder zurück und packt die ganzen Rohstoffe in die Kiste rein. Ja, pass auf, die eine, die er damals auf 500 geschickt hat, die ist immer noch auf Weltreise. Nee, die haben wir mal abgebaut. Weil die hat ja auch nur ein begrenztes Inventar. Ah. Dann, hat die es einfach alles fallen lassen, das war scheiße. Super. Warte mal, was könnten wir jetzt mal an dem Mining Way machen? Quatsch, eine Query, Mensch. Well, do it. Bau so lange mein Dach und schaust mir dann anschließend an. Query ist richtig teuer, Vincent. Ja, Ja, falls ihr irgendwas braucht, ihr wisst ja, ihr dürft an meine Kisten ruhig rangehen. Diamanten Diamond Drill? Ja. Okay, die macht man ein bisschen anders, als ich in Erinnerung habe. Ja, das ist wahrscheinlich bei Tekkit, ne? Ja, nee, bei Buildcraft ist das so. Also ist es anders. Warte mal, ich hab noch nicht. Aber für die Query, da braucht man wirklich Eisenmotoren. Besser, mit den Ziegeln. Die befüllt man mit, entweder mit Lava und Wasser zum Kühlen oder mit Benzin einfach. Aber für Benzin braucht man halt ne Öl erstens und zweitens. Öl ist doch hier. Eine Refinery, aber das dürfen wir aber nicht benutzen. Stimmt. Wir können auch ganz viele Stone-Dinger machen. Wir können auch mit Lava-Energie machen, dann können wir uns einfach einen Lava-Fabricator machen, dann haben wir unendlich Energie. Lava. Meine ich. Sind denn diese Ölquellen erschöpflich? Ja. Aber wir könnten, also was du machen kannst, du kannst auch mit gewissen Schläuchen, kannst du auch einfach, Lava aus dem Nether farmen. Genau. Nee, nicht aus dem Nether. Doch, also kannst doch, du auch, kannst du die ganzen, ja, kannst du die ganzen Dinge jetzt leer pumpen. Kannst du sehen. Das könnten wir jetzt eigentlich mal machen, oder? Ja, müssen wir aber erstmal Dingens bauen. Ja, lass mal, ich baue jetzt mal eine Pumpe. Oh, ich muss erstmal einen Timer stellen. Falco, hast du einen Timer gestartet zufällig? Timer? Ja. Wisst ihr, wie baue ich den denn? Nein, hast du einen gestellt. Was hab ich? Ob du einen Timer gestellt hast. Also, Achso, für Uhr. Für auf? Ja, Aufnahme, Ja, hab ich. Achso, wie viel sind wir denn schon? Also, ich bin jetzt seit 10 Minuten dran. Ja, dann machen wir keine Ahnung, 3 Minuten länger, weil wir sind ja auch sehr timed. Und ja. Also, circa 10 Minuten. Lass es 11 sein, wenn's hochkommt. Ja. Also ungefähr. Willst du, dann brauchen wir aber einen Chunkloader, ne? Was? Für eine Pumpe? Ja, nee, die hat die. Da braucht man nur eine Mining Well und ein Dingens hier. Ja, aber die Chunks müssen richtig geladen sein. Der Chunk muss ja geladen sein, sonst pumpt die nicht. Hä? Okay. Ja, der ist nicht echt teuer. Ich meine, der ist. Nee, ja, ich meine schon. Meine, ja. Können wir mal ausprobieren. Aber es ist ja eine Pumpe, die du brauchst und kein Mining Well. Der baut ja dann nur Netherrack ab. Ja, nein. Ich meine, du brauchst für die Pumpe brauchst ein Mining Well. Hast du zufällig noch Obsidian? Obsidian ist, müsste irgendwo oben liegen. Weil wir haben. Also ein Obsidian, weil dann könnten wir uns ein eigenes Portal bauen, weißt du? Hätten wir unser eigenes kleines Fleckchen, das wäre echt geil. Aber dann müssten wir es weit genug davon wegmachen. Ich glaube 100 Blöcke oder so. Von unserem Haus? Sonst kommen wir immer wieder bei dem da hinten raus. So, ja, wen juckt's? Ich muss immer weit laufen. Weil der Verschwender, ich werfe auf den Enderperl auf, Falco. Hm? Ich guck mal, was man mit dem Crystal Meth machen kann. Gar nichts. Meint cool. Der Crystal Meth? Au! So. Oh. Soll ich springen? Soll ich nicht springen? Spring!
Ding, ich booste dich! Ein Tank. Oh! Oh. Da hat er geschafft, da hat er geschafft. Easy. Easy. Aber Vincent, ich hab mal was für dich, ne? Ja. Ja, du musst mal was ausprobieren für mich. Ich find das mega witzig. Damit habe ich Semmel letztens getrollt. Damit habe ich auch Falkos Haus veranstaltet. Ja, ja, warte ja. Mal. Wo ist das? Unsere eierlegen Hühner, Hühner legen Eier. Unsere eierlegen Hühner. Schön. Das sind ganze 6 Stück. Haben Eiern irgendwie großen Nutzen in FTB oder? Ja, halt für Kuchen oder? Ja, Kuchen, super. Das. Der Store, mit dem wir die Diamanten gemacht haben. LOL! Herr Falco, wir haben übrigens herausgefunden, also wir haben diesen Stein, diesen Minium Stone gemacht, ne? Jojo. Und mit dem, wenn du den in den Crafting Table legst und Gold anordnest, dann kannst du Diamanten rauskriegen. Okay, also einmal Gold drumherum dann, oder? Nee, du musst, warte mal, wie kann man das am besten? Dirt. Direct. Table. Geil. Down hab ich so. Das ist lustig, das ist echt lustig. Jetzt hat was Neues zum Spielen gefunden. Ja. Ja, was machen die gerade wieder? Jetzt nur spielt mit dem Stone rum. Korrekt. Ah, mit dem Minium Stone oder was? Ja, ja, genau. Ja. Ja, ja, da hat man am Anfang immer ganz viel Spaß mit. Ja, und dann irgendwann denkst du so, Und irgendwann ist es meh. Irgendwann kommt dann Semmel online und man verändert dann wieder seine Blöcke, dann macht er nochmal eine halbe Stunde Spaß. Ja, ja, genau, und dann flamet er wieder rum. Jedes Mal göttlich. Aber sein Tempel ist ganz schick geworden, muss ich sagen. Ja, der ist richtig geil, den haben wir uns gestern angeguckt, der ist richtig geil. Jo, ist schick geworden. Ja. Vielleicht noch ein bisschen ausleuchten wegen den ganzen Creepern und Zombies, aber sonst. Ja, 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 ansonsten ist echt super geworden. Ich habe manchmal echt das Gefühl, ich bin der Einzige, der sein Dach ausleuchtet wegen Monster Spawn. Ja, ich glaube wir auch. Also wir haben es noch nicht so. Oh, das ist ein Enderman! Ein Enderman, Mama! Enderman! 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 Ja, alles kann. Das könnte irgendwas aus dem Anime sein. Enderman! Enderman! Irgendwie denke ich mir ganz schön, weil ich keine Rüstung an habe. Ich habe Schuhe an, ne? Und ich. Goik, ah! You. Nein, der fickt mich! Mama! Mama! Mama, der fickt mich! Genau so. Ja, ich hab ihn getötet! Oh, haben wir, was haben wir? Haben wir? Ich hab die Turtle. Haben wir Beeswax? Was? Keine Ahnung. Hey, Apple! Created Beeswax. Hey, Apple! Haben wir zufällig Wüste hier in der Nähe? Ja. Echt, haben wir? Ja mal kurz keine Ahnung, ich glaube. Haben wir? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich wollte einfach nur mitreden, keine Ahnung. Also das hätte schon fast. Ich kann ja M. Ne, warte mal, wo war die Map? Den Knaller! Wo kann man die Map groß machen? Der Knaller war eh der geilste. Ja, sind den Knaller. Brauch unbedingt den Mondportal. Knaller. Sind den Knaller. Eine Portal Gun. Ja, dann müssen wir. Ich hätte richtig Bock, eure Welt Age-Free da mal durchzugucken. Sollen wir da mal ein bisschen rumglotzen gehen? Können wir machen. Sagen irgendwie nächsten Part da mal ein bisschen, sag ich mal, ja, schaufeln machen, und... können wir machen, gerne. Wäre schon irgendwie... Dann will man dir mal netterweise was ins Haus stellen, wird gleich beschossen. Ich kann gerne einen zweiten Eingang machen für diejenigen, die es wissen. So, ja. Habe ich jetzt zu deinen Thron gestellt. Eine nette Geste von mir. Was hast du zu meinen Thron gestellt? Eine nette Geste. Ich sammle jetzt einfach deine ganzen Cobblestones auf dir runterfallen. Dicke Schuhe! Ja, mach das. Die gehören dir, mein Freund. Fackeln davon sind auch ganz episch. Da wird nicht lang gefackelt. Aha. Oh, Junge, ne? Wird man einfach angeschossen. Angeschossen. Also eine Pumpe haben wir jetzt schon mal, ja? Hast du eine Pumpe gebaut? Ja. Pipe. Muss man ganz eben kurz in der im Internet gucken. In der Internet. Ganz großen in Map. Der Internet. Oh, was ist das denn?
Wie ist das denn jetzt nochmal? Project Table? Okay, kann mir den einer erklären? Ist einfach nur ein normaler Crafting Table, wo du halt dann, wenn du dann weggehst, deine Sachen drin liegen bleiben, wie du sie angeordnet hast im Crafting Feld. Ah. Und dieses Feld, was da drunter ist, da kannst du noch zusätzliche Sachen hinlegen, die du halt zum Craften brauchst. Cool. Sexy. Praktischer. Und du kannst den anderen beim Craften zugucken, quasi. Cool. Ja, schon was. Gott verdammt, ich werd schon wieder hart, wenn ich nicht aufpasse. Boah, was ist denn da los, Mann? Taschentücher, ey, ohne Scheiß, der Typ, der Taschentücher erfunden hat, der muss echt richtig viel Geld verdienen. Von dir allein. Ja. Vor allem hier, keine Ahnung, in Afrika oder so, falls die da Taschentücher haben. Nein, also überleg doch mal Taschentücher. Falls die da Taschentücher haben! Aber ohne Scheiß, hätte ich gerne, also würde ich mir aussuchen können, was für eine Erfindung ich gerne erfunden hätte, ich hätte das Klopapier genommen. Ohne Scheiß, ne? Ja, ohne Scheiß vor allem. Nein, ihr müsst überlegen, was wie Klopapier, Taschentücher, es braucht ja wirklich jede Sau. Ja, ja. Genau. Korrekt. Ich meine, okay, es gibt Leute, die nutzen das nicht, ne? Aber. Ja. Warum ist das nicht verfügbar? Nein. So, mein neues Dach ist gleich fertig. Dann kommt hier gleich noch ein Obergeschoss oben drauf, wo ich wieder nicht weiß, was ich reintun soll. Meine Räume sind viel zu groß. Ja, bei uns, wir haben gerade so genug Platz. Ich glaube, ich baue da einfach 100 Öfen rein. Vielleicht brauchen wir die irgendwann mal. Ja, ja, genau. In jedem Ofen so ein Erz. Schnell fertig ist es auf jeden Fall. Ja, genau. Ist auch meine Aufgabe für sich, die Zuckerrohr hier abzufahren. Ja, ich musste mein Feld auch mal wieder neu machen. Hier ist auch komplett bewachsen. Alles bewachsen. Yep. Alles zu ihr wachsen, ja. Klar, wir sind richtig erwachsene Menschen. Ja. Ja, klar, wir sind auch nicht kindisch oder sowas. Quatsch, deswegen spielen wir auch Minecraft. Genau. Genau, so sieht's aus. Ja, das heißt, Minecraft ist. In Minecraft kann man nicht als kindisch definieren, so, weil das ist. Das stimmt, das ist ein erwachsenes Lego. Ey, nichts gegen Lego, ja? Lego ist geil. Lego. Lego ist richtig geil. Aber wenn man mal so überlegt, ne, eigentlich müsste Minecraft ja wirklich ab 18 sein, weil wenn man mal so in einer Höhle ist oder so alleine und auf einmal steht hinter der Ecke ein Creeper und explodiert, ja. GTA ist auch eigentlich ab 18. GTA ist auch eigentlich ab 18. Eigentlich. Ja. So, wie lange hält das Jetpack noch? Lang genug, das ist gut. Wie lange hält das Jetpack? Lang genug. Ich hatte das noch nicht ausprobiert. Kann ich mir das gleich mal. Oder wie craftet man sich eins noch besser? Ich habe keine Ahnung. Oh, hallo Creeper. Hey, hier ist ein Dorf. Ja, noch nicht gewusst. Ganz viele Dörfer. Old News is old. Jetzt wollte ich was ist das? Was ist das? Ja, hier fliegt so ein Tinkerbell durch die Gegend. What? Der greift dich an. Der macht gar nichts. Der leuchtet einfach und. Achso, das Ding. Ja, doch, das greift dich an. Nein. Das ist friedlich. Das greift dich an. Geh hin, es greift dich an. Es schwebt gerade. Geh hin. Geh hin. Ja, ich stehe direkt neben dem. Der macht nichts. Hallo, Koppa da. Haben wir noch Koppa? Koppa. So, ich habe jetzt einen gesamten Part damit verschwendet, mein Dach zu verschönern. Koppa. Wo ist das Vieh hin? Das folgt mir. Warum folgt es mir? Ist das nicht schön? Das ist sehr sexy. Ist in der Truhe was drin? Ich hoffe mal, da ist was drin. Naja, Jungs, wir sehen uns dann im nächsten Part, ne? Ja, würde ich auch so sagen. Tschüss! Du hast noch nicht genug von dieser Aufnahme, von diesem Kanal. Dann abonnier uns doch einfach und lass ein Like da. Und ich würde einfach sagen, hau rein. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.